In 2 Tagen hat bei den Salzburger Festspielen das Labyrinth Premiere. Das ist die Fortsetzung der Zauberflöte. Ich begrüße Kammersänger Michael Schade. Ja. Michael Schade, Sie sind wieder Tamino, aber es ist nicht das erste Mal, dass Sie Tamino in Salzburg singen. Ich kann Salzburg mir ohne Sie als Tamino gar nicht vorstellen. Ja, ich kann mir langsam auch Tamino ohne Salzburg nicht mehr vorstellen, obwohl es Gott sei Dank immer noch passiert. Es ist so, dass Herr Pereira, als er benannt wurde, Intendant hier zu sein, zu mir kam und sagte, mein lieber Michael Schade, Sie müssen unbedingt bei mir den Tamino machen. Ich habe 3 Probleme, dass Sie das machen sollen. Sie haben bereits 3 Neuproduktionen der Zauberflöte gemacht. Also die Achim Freier Produktion vor Ewigkeiten, dann die von Graham Wick, die umstrittene. Und dann als letzte habe ich die gemacht von Pierre Audi mit dem Set von Karel Appel. Er sagte, wenn ich Sie nehme als Termine, Sie sind immer noch der beste Termin, aber wenn ich Sie nehme, dann bin ich einfallslos. Aber ich habe da eine Idee. Und es fiel mir jetzt erst während der Proben auf, dass er das wahrscheinlich alles geplant hat, um mich genauso zu fragen, um mich so zu ehren. Und ich bin ehrlich gesagt wahnsinnig glücklich, dass ich das machen darf, weil ich finde es eine ganz tolle, sehr interessante Sache. Das allererste Mal, haben Sie mir mal erzählt, dass Sie den Tamino gesungen haben, haben Sie den, man muss schon sagen, skurrilerweise auf Italienisch gesungen. Ja, das stimmt. Das war auch mein europäisches Debüt. Das war 1991 im Mozart-Jahr in Bologna. Und dort habe ich gesungen unter Gustav Kuhn damals. Und ein gewisser Alessandro Corbelli war mein Papageno. Mariella de Via war Königin der Nacht, Roberto Scandiuzzi war Creme de la Creme. Und wie geht die Flötenarie auf Italienisch? Immagine la tua beltà, mi parla di quel che non so. Das Beste ist der Anfang. Aiuto, aiuto, sono perduto. Das ist sogar gut gereimt. Mi segue serpente terribile astuto, sono smarrito. Und lustig ist, dass mein erster Tamino auf Deutsch, denn danach habe ich ihn auf Englisch gesungen. Oh, vision of enchanting grace, what eye has seen a fairer face, I feel it. Ja, voll blöd. Aber es war sehr schön, es war in einer barocken Inszenierung mit Opera Atelier in Toronto, mit Russell Brown als Papageno. Aber mein erster deutscher Tamino, da hatte ich ihn bereits bestimmt schon 15, 20 Mal gesungen, war mit der Wiener Staatsoper in Jerusalem. Ja, die Mischung, die internationale Mischung und passt. Mein erster deutscher Papageno war der Toni Scharinger, der jetzt alte Papageno dieser Inszenierung ist. Sie haben vorhin gesagt, Serpente Terribile, die schreckliche Schlange, die grässliche Schlange. Das war in dieser wahnsinnig umstrittenen Inszenierung von 2005. Haben Sie das hinreißend gespielt? Weil das war eigentlich die erwachende Sexualität dieses Burschen Tamino, das hat in einem Kinderzimmer gespielt, sie haben, glaube ich, ein Pyjama angehabt und man hat gespürt, dass die Schlange, die da erwacht, ist was Gefährliches. Ist den Leuten aber ein bisschen zu weit gegangen. Naja, ich glaube, dass das, also die Szene mit der Schlange war das wenigste Problem. Es war einfach für die meisten ungewohnt, dass am Ende der ganze Chor am Sterben war und das hat sich irgendwie auch mit Maestro Muti gerieben, vielleicht auch mit Recht. Spüren Sie während der Proben, wenn eine Inszenierung in eine Richtung geht, die nicht funktionieren wird? Wir spüren schon, aber ich finde, es ist unsere Aufgabe, alles zu geben, um das Ganze nach vorne zu bringen. Der größte Fehler meines Erachtens war, es war auch logisch durchgedacht, dass Tamino und Pamina eine neue Generation repräsentieren und dass die lange darauf gewartet haben, abtreten. Nur, man hätte das ein bisschen anders machen können. Man hätte eine Erneuerung anstatt ein Abtreten, dass die Alten wieder jung werden. Aber lustigerweise spielen Sie ja jetzt in dem Labyrinth, die Fortsetzung der Zauberflöte, spielen Sie ja diese nächste Generation. Genau, das ist interessant aus verschiedenen Gründen. Erstens ist es interessant zu sehen, dass eindeutig die Zauberflöte schon kurz nach Mozarts Tod ein großer Renner war, so dass man sie überall kannte. Es war ja gang und gäbe, dass man Opern, die man kennt, sozusagen nochmal überholt oder nochmal ein bisschen besser macht. Oder dass man bekannte Opern vielleicht durch gewisse andere Sachen nochmal auffrischt. Hier haben wir den Fall, dass Schikaneder, sprich derjenige, der die Urzauberflöte geschrieben hat, der den Urpapageno gespielt hat, für sich selber nochmal versucht hat, einen Gassenhauer zu kreieren. Das ist ihm auch gelungen. Es ist aus dem Grunde nicht populär geblieben, weil es erstens verschollen war. Zweitens, weil es
meines Erachtens ein Stück ist, was Schikaneder für sich selber als Gassenhauer geschrieben hat. Und weil es eine gewisse Zeit überbrückt, sprich, es geht schon ins frühe Romantische. Man hört viel Mozart Ähnliches, aber man als Musikwissenschaftler oder als Musikkenner hört man schon Andeutungen an Weber und an die frühe Romantik. Und das ist natürlich voll interessant. Nur unsere Ohren heutzutage denken vielleicht non è pesce, non è carne. Es ist weder Fisch Weder noch Fisch noch Fleisch, Fleisch. weil es ist auch so, wenn wir Johann Christian Bach hören, dass wir denken, es ist kein Bach und es ist kein Mozart. Bei der Produktion, jetzt in 2 Tagen, steht nicht nur ein Schade auf der Bühne, es stehen 2 Schade auf der Bühne. Es steht ein Schade Mekki und ein Schade auf der Bühne. Unsere Kleinste, die Stella, wird ein Papageno-Kind spielen und sie ist wahnsinnig stolz drauf und arbeitet fiebrig Wie alt wie wir ist sie? alle. 5. Und es ist ja meine achte, also mein achtes Kind und ich habe es bisher nur bei ihr fertiggebracht, dass ich genug Zeit hatte mit ihr im Sommer. Sie liebt es und ich bin natürlich wahnsinnig glücklich, weil ich sie jeden Tag dabei habe bei der Arbeit. Tamino ist in der Gefahrenzone zwischen Sarastro und der Königin der Nacht aufgerieben worden, fast im ersten Teil. Er zeigt Standhaftigkeit, er bekennt sich zu Sarastro, also zu der Welt der Männer. Wie geht es ihm im zweiten Schauen Sie, Teil? das Problem ist einfach, dass auch hier wiederum Tamino und Pamina, Mann und Frau, stehen müssen gegen zwei Welten, die sich permanent bekriegen. Und da wird nichts besser in dem nächsten Stück. Die fangen genau dort wieder an, wo sie gerade beim Sonnenkreis sind, sie wieder dran, um den versuchen zu nehmen. Und Tamino und Pamina bestehen ein bisschen mehr in diesem Sinne, weil sie als Paar sich also zeigen müssen und nicht nur als zwei Junge, die durch Liebe zusammenkommen, sondern in diesem Fall müssen sie als Paar bestehen, werden auch verzaubert in dem Sinne, dass sie von anderen auch sinnliche Gefahren spüren und so weiter. Also Also das Ganze läuft erotische auch das, ja, Prüfungen. als Paares, ja. Was machen Sie, wenn in Ihrem Leben eine Situation labyrinthisch ist? Das ist ja doch auch ein Topos, der viel tiefer geht als nur die Geschichte von Schikaneder. Ich habe gelernt, dass Wahrheit und nicht Lügen zu sich selber, zu denen, die man liebt, das ein und alles ist. Und das ist der einzige Weg raus aus dem Labyrinth. Das bedarf viel Arbeit und leider viel Mut. Und ich habe das jetzt erst mit 47 gelernt. Sind Sie vor Premieren noch nervös? Immer. Ich bin positiv gespannt. Und das ist halt so, wenn man in Salzburg eine Premiere macht, heißt es Goldmedaille nach Hause fahren. Ich denke, ich bin so wie die Österreicher, ein Skifahrer. Es gibt nur Gold oder gar nichts. Es wird Gold. Es muss, ich hoffe. Hinter uns ist ein Bild des österreichischen Künstlers Julius Deutschbauer, der seit Jahren sammelt die Bibliothek der nicht gelesenen Bücher. Was ist das nicht gelesene Buch, das Sie eigentlich gerne lesen würden? Ich mag jetzt nicht nach einem Tag von wahnsinnigem Leben, Streiten, Morden, was immer wir gerade machen müssen, Lieben. Lieben, Lügen, da mag ich nicht jetzt irgendwie nochmal in irgendwas tief hineinsteigen, wo ich denke, geht, das habe ich gerade den ganzen Tag gemacht. Das einzige Buch, das ich Ihnen Ah! jetzt doch noch gebe, wäre das Gästebuch. Ja, das ist zum Beispiel was Tolles, weil da kann man sich ja genauestens überlegen, wer hier schon mal war. Und ich muss dann immer sagen, dass ich sehr, sehr dankbar bin, dass ich unter solchen großen Künstlern meinen dazu schreiben darf. Ich bedanke mich. Liebe Barbara Retz, Sie machen so viel für die österreichische Kultur und dafür danke ich.